Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen SSO-Video. Epona ist da, yay! Ja, ich schaue gerade, wir haben hier eine Nachricht. Du hast eine SMS erhalten. Klicke darauf, um sie zu lesen. Wenn du sie schließt, wird sie dir nach deinem nächsten Login wieder angezeigt. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich sehe schon, Hermann hat uns die SMS geschrieben. Ich bin jetzt schon ultra neugierig darauf, wie es weitergeht, wie es anfängt. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los und gucken mal, was Hermann uns geschrieben hat. So. Hallo Dina, komm so schnell du kannst zum Jorvik-Stall. Spannende Dinge sind passiert. Ich kann nicht mehr erzählen, man weiß nie, wer das hier liest. Bis bald, Hermann. So, ich muss dir direkt mal noch schreiben, dass ich gerade keine Zeit zum Aufnehmen habe. So, ich habe mich einfach gerade mal todesmutig hier reingetraut, weil ich nicht unbedingt erst aufnehmen wollte, wenn es dunkel ist. Von daher gucken wir jetzt einfach mal, wie es läuft. Übrigens, ich bin gespannt, ob es klappt. Ich kommentiere es jetzt einfach mal so nach, wie ich es vorhin schon mal gesprochen habe. Ich muss es nämlich leider nachkommentieren, weil meine Sounddatei im Eimer ist. Okay, ab zu Hermann, rein mit uns. So, gilt übrigens für die Folge heute und für morgen. Tut mir leid, also heute und morgen leider nachkommentiert. So, Hermann, es hat funktioniert. Du hast meine SMS bekommen. Ja, warum auch nicht? Hä? Hallo Dina, wie schön, dass du so schnell kommen konntest. Ich habe tolle Neuigkeiten. Erinnerst du dich an den Bericht von Frau Drake, den du mir gegeben hast? Genau der, den du abschicken solltest, mir dann aber gegeben hast. Ich habe ihn mehrmals durchgelesen und... Warte, ich muss mich erst etwas beruhigen. Man sollte sich nicht stressen, wenn es um so wichtige Dinge geht. Ich habe Wasser für etwas Tee aufgestellt. Eine Tasse mit heißem Tee ist genau das, was wir brauchen, um solch wichtige Dinge zu besprechen. Das Wasser sollte bereits kochen. Kannst du es abstellen, Dina? Ich sammle in der Zwischenzeit meine Gedanken. Na klar, das können wir doch machen. So, zack. Fertig. Danke, Dina. Jetzt lassen wir das Wasser etwas abkühlen und den Tee ziehen, sodass wir bald ein Tässchen trinken können. Ja, wie ich sagte, ich habe Frau Drakes Bericht gelesen, den du mir vorher gegeben hast und, um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht viel davon. Verstehst du? Nichts ist klar geschrieben, nur Codes, die sich auf andere Dokumente beziehen und überall vage Formulierungen. Ach, Beamtendeutsch halt. Aber bei einer Sache können wir uns sicher sein, etwas Großes und extrem Gefährliches braut sich zusammen. Im Bericht wird etwas namens Operation Schwarze Ente erwähnt. Es gibt Tabellen mit Informationen über schwere Erntemaschinen, aggressiver Verwaltungsrat und Kosten für die Vernichtung einer Stadt mit der Größe Jarlaheims. Außerdem fand ich ein Formular, welches die Einstellung von schwer ausgerüsteten externen Sicherheitsarbeitern zeigt. Ja, und das geht so weiter. Hör selber, Dina. Es sieht so aus, als ob die GED etwas Schreckliches plant. Aber es gibt keine richtigen Beweise. Nichts, aus dem sich die Anwaltsarmee der GED nicht herausreden könnte oder was nicht im Rahmen der gesetzlichen Richtmarken wäre. Ich bin besorgt, Dina. Die GED ist gut. Zu gut. Es gibt nichts in diesem Bericht, womit ich sie stoppen könnte. Sei nicht traurig, Dina. Nur weil ich den Bericht nicht verstehe, heißt das nicht, dass jemand anderes nicht Nutzen daraus ziehen könnte. Ich habe eine Kopie an Freunde in Jorvik geschickt und jetzt habe ich Antworten. Genau von der Person, von der ich gehofft hatte, etwas zu hören. Deswegen bin ich so zuversichtlich. Jorviks größter Kämpfer in der Schlacht gegen die GED hat sich gemeldet. Ich spreche vom Anführer von Chill, einer Geheimorganisation, die alles dagegen tut, um der GED Steine in den Weg zu legen. Okay. Ich habe sie nie getroffen, weiß nicht, wie sie aussieht, nicht einmal, wo sie wohnt. Ich kenne lediglich ihren Namen. Das ist die legendäre Frau X. Hast du schon mal von ihr gehört? Nö, bislang noch nicht. Aber okay, irgendwann ist immer das erste Mal. So, ich muss jetzt hier mal ganz kurz unterbrechen, weil sich der Ton verabschiedet hat. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Weiter geht es mit der Quest bei Hermann. Wollen wir mal schauen, wie es weitergeht jetzt. Lass mich erklären. Vor ein paar Tagen erhielt ich einen Brief von Frau X. Darin schreibt sie, dass der GED-Bericht ihren eigenen Verdacht, dass sie etwas in der Erntefeldprovinz suchen, bestätigt hat. Mehr will sie aus was denn? Aus Sicherheitsgründen in diesem Brief nicht erzählen. Aber sie versprach, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht treffen, wird sie mehr erzählen.
Sie ist sich sicher, dass wir die GED dann gemeinsam ein- und für alle Mal stoppen können. Na, das klingt doch schon mal gut, oder nicht? Das sind genau die Neuigkeiten, die wir brauchen, Dina. Ich muss sie so schnell wie möglich treffen. Aber sie stellt zwei Bedingungen. Ich muss sie alleine treffen und darf niemandem verraten, nicht einmal dir, Dina, wo. Das Problem ist nur dorthin zu kommen, da der Treffpunkt in Epona ist. Weißt du, wo das liegt? Genau, es ist das Gebiet, welches auf der anderen Seite der Tore vom Grüntal liegt. Leider gibt es nur einen Weg dorthin, welcher über das Grundstück von Harald Stormhart führt. Die Tore sind schon seit einigen Jahren verschlossen. Ich weiß also nicht, wie man diese passieren könnte. Harald ist ein alter Freund von mir und er würde uns helfen, wo er nur kann, aber ich kann nicht mit ihm sprechen, wenn ich nicht an den Toren vorbei kann. Oder wir besser gesagt. Ich kann das nicht alleine machen, ich brauche Hilfe. Es wird eine gefährliche Reise und nichts, was ein alter Mann wie ich alleine bewältigen könnte. Ach ja, Mann, alter Mann. Meine Frage lautet also, ob du mir nach Epona folgst, Dina. Toll, ich wusste, ich kann auf dich zählen. Ich habe Frau X versprochen, dass ich den Treffpunkt nicht verrate, aber bis dorthin reisen wir zusammen. Klingt das gut? Na klar, auf geht's nach Epona. Wunderbar, ich habe nämlich eine Idee und werde sie dir verraten. Aber jetzt sollte der Tee fertig sein. Könntest du uns jeweils zwei Tassen... Ja, jetzt bin ich einmal zu langsam gewesen mit dem Nachvertonen. Zack, fertig. Ja, ihr seht, es ist nicht unbedingt einfach. Ach, danke für den Tee, Dina. Also meine Idee ist folgende. Hör gut zu. Es gibt einen geheimen Pfad, welcher über das Grautaugebirge führt. Nicht viele wissen davon, aber er wurde im Laufe der Geschichte von Soldaten, Flüchtlingen und Schmugglern genutzt. Wenn ich nur wüsste, wo er ist, könnten wir ihn nutzen, um nach Epona zu gelangen. Was hältst du von diesem Plan, Dina? Klingt doch so wie. Du fragst dich, wie wir herausfinden können, wo der Pfad ist? Das wird nicht ganz einfach, aber mit etwas Hilfe von unseren Freunden sollte es gehen. Weißt du, zwei der Familien hier aus der Gegend kennen die Geheimnisse dieses Pfades. Wir brauchen ihre Hilfe und wenn es jemanden gibt, der sie dazu bringt, uns zu helfen, dann bist das du, Dina. Ich bereite unsere Reise vor und versuche, alle Informationen, die ich über Epona kriegen kann, zu sammeln, sodass du währenddessen herausfinden kannst, wo sich der Pfad befindet. Klingt das gut? Das klingt super. So, ach guck, jetzt haben wir den Tee bekommen. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ach du Schande, noch zwei Plätze hier. Näh. Muss man wieder aufräumen. Zwei Aufträge. Die Wächter des geheimen Pfades und vollgepackt mit gefährlichen Fallen. Okay. Klingt ja spannend. Familie Goldspur ist eine der zwei Familien, die Geheimnisse des geheimen Pfades des Grautalgebirges hüten. Familie Goldspur weiß, wo der Pfad beginnt. Ohne dieses Wissen kommen wir nicht weit. Sprich mit Jakob Goldspur und erkläre ihm die Situation. Er wird misstrauisch sein, aber wenn er glaubt, dir vertrauen zu können, erzählt er dir sicher mehr. Okay, und die nächste? Der geheime Pfad über das Grautaugebirge ist nicht nur schwer zu finden, sondern auch mit Fallen versehen. Wenn man nicht weiß, wie man daran vorbeikommen kann, ist es unmöglich, das Ende des anderen Pfades zu erreichen. Zumindest, wenn man lebend ankommen will. Das Ende des Pfades, das sollte es heißen. Familie Jarlason hütet die Geheimnisse der Fallen des geheimen Pfades schon seit Generationen. Wenn du Dorothy Allerson klar machen kannst, wieso es so wichtig ist, diesen Weg zu nehmen, erzählt sie dir sicher etwas über die Fallen. Sprich mit Dorothy Allerson und erkläre ihr die Situation. Alles klar, machen wir. Viel Glück. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Zack, einmal aufsitzen. Boah, er hat sich auch echt schon einiges angesammelt. Meine Güte. So, okay, muss ich gerade nochmal eben schreiben. Ja. Sorry, keine Zeit, nehme auf. Und ab geht's. So, ich glaube, wir reiten jetzt gleich erstmal rechts, dann über die Brücke und dann zum Kürbisfeld. Da steht ja Doris rum. Und dann informieren wir uns erstmal über die Fallen. Übrigens, ich hatte ja jetzt gestern in dem Video noch auf die Mustangs getippt, dass höchstwahrscheinlich die Mustangs kommen. Das sieht jetzt anders aus aufgrund des eindeutigen oder ziemlich eindeutigen Endes der Star Stable Show. Scheinen ja die Isländer zu kommen. Freut mich natürlich ultra, weil ihr kennt mich. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, können ich bitte Isis kommen und yay! So. Hallo Dina, wie kann ich dir an solch einem schönen Tag wie heute behilflich sein? Du willst wissen, wie man an den Fallen auf dem geheimen Pfad über das Grautaugebirge vorbeikommt? Das ist eines unserer ältesten Familiengeheimnisse. Kann ich darauf vertrauen, dass du niemandem etwas darüber erzählst?
Na klar. Natürlich, Doris. So, du willst also wissen, wie man über das Grautaugebirge kommt. Wie du dir sicher schon gedacht hast, ist der geheime Pfad über das Gebirge, wie der Name schon sagt, geheim. Familie Goldspur weiß, wo der Pfad ist und meine Familie weiß, wie man an den gefährlichen Fallen auf dem Weg vorbeikommt, die diesen vor Eindringlingen der Erntefeldprovinz schützen sollen. Ich verstehe, dass es wichtig für dich ist, nach Ipona zu kommen. Ich helfe dir also so gut ich kann. Die Informationen, die du suchst, sind im Jarlason-Code verzeichnet. Ein altes Dokument, welches seit Generationen weitergegeben wird. Doch leider ist es schon länger nicht mehr in unserem Besitz. Schau doch nicht so schockiert, es ist in guten Händen, also es ist genauso gut. Das heißt aber, dass ich es dir nicht geben kann. Du musst zu Jill Goldspur und sie um Erlaubnis fragen. Du musst sie um Erlaubnis fragen, es auszuleihen. Weißt du, es wurde gespendet nach Jarlaheim, zusammen mit einer ganzen Reihe anderer alter Sachen. Wir konnten uns einfach nicht um all diese Antiquitäten kümmern und hatten die Sorge, dass sie gestohlen werden würden. Gestohlen? Also haben wir sie in die Stadt geschenkt, haben sie der Stadt geschenkt, damit sich ausgebildete Experten und Forscher Jorviks darum kümmern können. Ich weiß, dass sich der Jarlason-Code im Keller des Rathauses in einem speziellen Raum mit genau der richtigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit befindet. Er wird als extrem wertvoll angesehen, aber ich bin mir sicher, dass Jill Goldspur ihn dir ausleiht, bei allem, was du für Jarlaheim getan hast. Grüß Jill von mir und komm zurück, wenn du den Jarlason-Code besorgt hast. Alles klar. Auf geht's. Machen wir. Dann sollten wir wahrscheinlich auch zuerst dahin reiten, weil... Das liegt dann ja eigentlich eher auf dem Weg als jetzt Jakob. Vor allen Dingen, vielleicht, wenn sie ja sowieso auch zu den Goldspurs gehört, vielleicht müssen wir dann nochmal was machen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal. Ja, im Moment ist es ja noch ganz ruhig, obwohl natürlich an den Punkten knüppelt sich alles. Es ist ja wirklich, alle wollen nach Ipona. Ich bin mal gespannt, ob wir das diese Folge schaffen. Ich habe keinen Plan. Ob das zeitlich irgendwie aufgeht. So. Hallo Jill, altes Haus. Schon lange nicht mehr gesehen. Du fragst dich, ob du ein Dokument aus der Stadtbibliothek ausleihen kannst? Das erlauben wir normalerweise nicht, aber vielleicht können wir bei dir eine kleine Ausnahme machen. Um welches Dokument handelt es sich denn? Der Code. Wir brauchen den Code. Den Jarlason-Code? Der ungelöste Code, der einst Familie Jarlason gehörte? Ist dir klar, dass dies eines der wertvollsten historischen Dokumente ist, die die Stadt besitzt? Komm, nicht in Frage. Oh, aber Jill, aber, wir brauchen den. Es tut mir leid, Dina, aber historische Dokumente müssen von ausgebildeten Historikern gehandhabt werden, sodass es undenkbar wäre, dich mit diesen Dokumenten herumhantieren zu lassen. Wahrscheinlich wäre mein unfähiger Bruder auf die Idee gekommen, dich reinzulassen, aber... Er ist zum Glück verschwunden. Typisch. Ich bat ihn, eine Reihe wichtiger Dokumente bis morgen in der Früh... Was? zu unterschreiben. Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, dass er sich beeilen soll. Alles klar. Wo ist der denn? Da hinten ist... Ja, da ist das Ausrufezeichen. Da müssen wir hin. Okay. Check. Hey, was geht? Hast du Jill gesehen? Ich versuche, mich vor ihr zu verstecken. Sie will, dass ich arbeite. Schlimm, was? Sie will, dass ich diese langweiligen Dokumente hier ausfülle. Siehst du? Schau dir das mal an. Ups. Ernsthaft? Ach, huch, da fliegen alle wichtigen Dokumente mit dem Wind davon. Wie schrecklich. Da kann man wohl nichts machen. Sollen wir ein paar Videospiele spielen, Dina? Du willst in die alte Bibliothek rein? Warum? Da gibt's nichts Tolles, nur eine Menge Bücher und Papiere. Du musst da rein, aber Jill lässt dich nicht? Okay, natürlich regle ich das, mein Freund. Aber vielleicht kannst du mir vorher bei etwas helfen? Ja? Cool. Jill wird sauer sein, wenn ich diese Papiere nicht unterschreibe. Kannst du das erledigen? Bitte? Bitte? Ich verspreche, dass ich dich dann in die Bibliothek lasse. Hilfst du mir? Super duper. Hier, nimm meinen neuen Stift. Der ist der Wahnsinn. Oh Mann, Jack. Ja. Ich parke Star Rain mal ein kleines bisschen abseits. So, absteigen müssen wir auch. So. Kritzel, Kritzel, Kritzel. 1 von 100. Bitte was? Ist das euer Ernst? Nee, ne? Nee.
Nicht ernsthaft. Ach komm. Doll. 3 von 100. Das kann jetzt nicht sein, dass wir jetzt hier alle machen müssen. 4 von 100. Super. Viele Stunden später, okay. Puh, Erlösung. Ach, komm hier. Star Rain. Oh, oh, oh. Star Rain hat Zuckungen. Was? Du bist schon fertig? Klasse Stift, was? Ja, ganz toll. Na, hopp, weg hier. So. Also, da wäre noch eine Sache, die du für mich tun könntest. Bitte? Cool. Weißt du, alle hier in der Stadt haben etliche Meinungen, was ich machen soll. Ich versuche dem Ganzen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Aber jetzt habe ich Jill versprochen, die Bürger von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Es ist wohl ganz gut für mein Image, wenn ich mich dort blicken lasse. Und ich stimme zu. Wer will nicht gerne so eine nette Person wie mich treffen? Aber ich habe nicht wirklich Zeit. Ich habe zurzeit viel wichtigere Dinge zu tun. Bürgermeistersachen, du weißt schon. Vielleicht kannst du das für mich erledigen? Kannst du das? Bitte? Cool. Komm später einfach zurück, dann lasse ich dich in die Bibliothek. Ich schwöre. Okay. Nichts gekreuzt. So. So. Ach Mann, es ist so schwer typisch Jack. Das bringt ihm doch überhaupt nichts. Er soll die Leute von Angesicht zu Angesicht treffen und kennenlernen, um sein Image aufzupolieren. Und was macht er? Er schickt mich los. Oh, die Müllabfuhr ist eine Katastrophe. Erst letzte Woche sah ich eine Ratte über die Straße laufen. Ich habe ja nichts gegen Ratten, aber wenn die in der Stadt über die Straße laufen, dann waren sie mit Sicherheit auch im Kanal. Früher war es besser, wenn Elaine Goldspur doch nur wieder Bürgermeisterin wäre, wäre alles in Ordnung. Kann die Stadt keinen Aufzug runter zum Hafen bauen? Der Weg ist zu weit. Ach komm, das ist jetzt aber ein Luxusproblem hier. Ich glaub das nicht. Echt, faule Socke. Faule Socke. Faule Socke. Muss man jetzt hin? Hier rechts vielleicht? Zur Tierärztin? Ja, zur Tierärztin müssen wir. Die Müllabfuhr leistet gute Arbeit. Es gibt kaum Ratten. Was sollen meine Katzen da fressen? Okay, also die Tierärztin sagt genau das Gegenteil. Die ist anscheinend überzeugt von der Müllabfuhr. Müssen wir uns der GED auch vorstellen? Nee, die GED hat keine Meinung, die wir verbessern könnten. Okay, wo müssen wir denn da noch hin? Hier vielleicht Donald, unser Brückenbauarbeiter mit Höhenangst. Ach ja, schön. Warum nicht das niedergebrannte Haus auf der Insel des Mordschen? Was? Ich hab dies so schnell gelesen. Mist. Okay. Okay, okay, okay. Zurück zu Jill. Warum eigentlich zu Jill? Ob ich weiß, wo Jack ist? Er ist wieder verschwunden? Ach komm. Ja, gut. Aber ich würde fast sagen, wir beenden jetzt an dieser Stelle erstmal die Folge, beziehungsweise sie endet jetzt. Wie gesagt, ich nehme sie jetzt gerade nach auf. Die Quest müssen wir noch machen. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm, dass ich sie da vertun musste. Vielleicht mache ich auch die Quest morgen mit Fabis Account mal ausweichweise. Muss ich schauen, aber an der Stelle verabschiede ich mich für heute und sage bis morgen. Tschüss. Aber Moment, diejenigen, die aufgepasst haben, die wissen, Moment, da fehlt doch noch was. Genau, die 5 Sieger von unserem Gewinnspiel. Ich habe sie mir schon mal aufgeschrieben. Erstmal erkläre ich euch aber noch, wie wir euch kontaktieren werden, und zwar per YouTube-Nachricht. Wie kommt ihr in euer YouTube-Nachrichten-Postfach? Das erkläre ich euch jetzt. Ihr klickt, ich glaube, da müsste ich jetzt hinzeigen, oben rechts auf jeden Fall auf euer YouTube-Bild. Auch wenn da kein Bild drin ist. Da ist so ein roter Kreis, da klickt ihr einfach drauf. Dann geht ihr auf YouTube Studio. Nach links gucken, da ist ein Button Community, da geht ihr drauf. Und dann findet ihr dort Nachrichten und dann solltet ihr da unsere Nachricht finden. Da werden wir euch die IP vom TeamSpeak mitteilen, dass ihr darauf joinen könnt. Und dann freuen wir uns schon darauf, euch Samstag zu sehen. Kurz vor 3, denke ich, werden wir online sein. Und die Gewinner sind Jana Seahand, Jillian Diamond Daughter, Nova Bluefield, Dasha Winterfall
Und Annie Silent Water, herzlichen Glückwunsch euch fünfen. Ihr seid unsere Gewinner von Sepp-Seite aus. Wie gesagt, ich schreibe euch eine Nachricht in euer YouTube-Postfach, wie ihr da hinkommt, das habe ich euch schon erklärt. Ich freue mich jetzt schon auf euch und ja, wir hören uns Samstag. Also, tschüss!